Es ist wichtig, eine Vision zu haben, die uns in so einem Projekt leitet, die viele verbindet. Und diese Vision muss mit klaren Zielen hinterlegt werden. Einmal sozusagen inhaltlichen Zielen, an denen ich mich orientiere, was soll sozusagen hinterher passieren hier, aber auch mit Querschnittszielen, das heißt Ziele, die den Inhalt strukturieren. Wie zum Beispiel Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, wie zum Beispiel Klimaschutz, wie zum Beispiel nachhaltig im Sinne von Baustoffen und so weiter. Wir haben das von Anfang an so empfunden tatsächlich, dass das ein Pilotprojekt werden könnte. Und das, was jetzt dabei rausgekommen ist, zeigt uns auch, dass es so ist. Und das hat natürlich vielerlei Gründe. Zum einen ist es eben so, dass wir hier vor Ort sowohl mit der Kirchengemeinde, auch der Nachbarkirchengemeinde, aber auch der kommunalen Gemeinde ganz stark zusammenarbeiten. Und das andere, was natürlich auch besonders, ganz besonders ist hier für die Scheune, ist die Art, wie wir hier diese Scheune am Leben erhalten, sag ich mal. Also die Art, wie wir hier beheizen wollen oder dass wir auf dem Dach eine Photovoltaikanlage haben. Das sind alles Dinge, die doch einen großen Eindruck gemacht haben bei vielen anderen, die sich dann hier sehr gerne informieren, wie das hier laufen kann. An diesem Projekt der Fahrscheune kann man sehr gut demonstrieren, dass wenn man sich mit der Wärmeversorgung eines Hauses befasst, dass man dann nicht nur allein auf die Heizungstechnik gucken kann, sondern man das gesamte Gebäude betrachten muss. Denn bestimmte Techniken lassen sich einfach nur für bestimmte Gebäude einsetzen. Und insbesondere die Techniken, die klimafreundlich sind, wie zum Beispiel die Wärmepumpe, die ja auch hier genutzt wird, die benötigen Gebäude, die einen ganz geringen Energiebedarf haben. Das heißt, diese Scheune, so wie sie am Anfang war, als Scheune, wäre niemals mit einer Wärmepumpe zu beheizen gewesen. Da wären einem die Energiekosten aus dem Ruder gelaufen. Sondern es war erst möglich, nachdem dieses Gebäude auf den energetischen Standard gebracht worden ist, den es jetzt hat. Im Saal ist die alte Fachwerkwand erhalten geblieben. Und das hat uns eine besondere Spende ermöglicht. Das hat 15.000 Euro gekostet, war nicht billig, aber es ist ein sehr schöner Akzent im Saal. Aber es ist auch eine tragende Wand. Und das ist das Erstaunliche. Das ist nicht nur hübsch und schön anzusehen, sondern hat eine wirkliche Funktion in der Scheune. Und damit ist dann auch der Charakter dieser Scheune oder dieses Raumes als Scheune erhalten geblieben und der Denkmalschutz ist mehr als zufrieden mit solchem Vorgehen. Insgesamt ist es natürlich so, dass dem Denkmalschutz auch klar ist, dass Gebäude irgendwie auch in der Moderne weiter genutzt werden müssen und deswegen ist man für solche Lösungen dann auch offen. Der andere Vorteil ist, dass eben sehr viel Energieaufwand, der für Baustoffe, neue Baustoffe in Form von grauer Energie nötig gewesen wäre, und die Ressourcen, die damit verbunden sind, eingespart werden können. Mir ist besonders aufgefallen bei diesem Projekt Fahrscheune, dass ganz, ganz viele Menschen mitgemacht haben. Und das fand ich eben auch total toll. Also es gab ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche. Und in jedem Arbeitsbereich waren immer zwischen 5 und 10 Leute und haben mitgedacht und durften mitentscheiden. Und wir waren uns manchmal gleich sofort einig, aber manchmal eben auch nicht. Aber es war so ein Reifungsprozess und das fand ich was ganz Besonderes. Und das, ich war auch bei vielen Ausschüssen mit dabei, aber das war auch spannend. Das fand ich sehr, sehr gut. Und es waren Menschen aus der Kirchengemeinde, aber es gab Leute, die einfach auch nicht in der Kirche sind. Und das ist die Chance einfach. Also es ist so, dass wir mit unserer Grundschule, die hier gegenüber von der Kirche ist, gesprochen haben und die von Anfang an übrigens gesprochen haben, die Kinder auch sich beteiligt haben mit einem Spendenlauf. Und das Geld haben sie dann hier für die Scheune gespendet, 2.222 Euro. Und dieser große Saal hier unten in der Pfarrscheune wird auch für die Schule als Aula dienen. Also das ist so etwas, was ich denke, was man vielleicht in vielen anderen Gemeinden gar nicht finden wird. Und das ist hier dann etwas ganz Selbstverständliches. Für den Bau der Scheune haben wir insgesamt 80.000 Euro Spenden gesammelt und ein
Beispiel für Spendensammlungen sind diese Spendenziegel, die hier vermauert sind, insgesamt 105 Stück, die wir für 100 Euro angeboten haben. Hier ist der Ziegel vom Gospelchor, wo jedes Mitglied vom Gospelchor 5 Euro gegeben hat und schon waren die 100 Euro zusammen. Also 105 Ziegel, 10.000 Euro. Nur als Beispiel dafür, welche Breite die Spendensammlung in unserer Gemeinde hatte.